Das Video der Woche wird präsentiert von... Es ist mal wieder Ostseezeit, wieder ein bisschen Warnemünde fotografieren. Und heute habe ich dabei ein neues Stativ. Und ob das gut ist oder nicht und was ich damit anstellen werde, das erfährst du in diesem Video. Mein Name ist Mike, auf meinem Kanal dreht sich alles um das Thema Fotografieren und Filmen. Und jetzt gerne schon mal einen Daumen nach oben da lassen und natürlich kräftig das Video teilen. Nicht vergessen auch zu abonnieren, da bekommst du immer alle neuen Videos in dein Postfach hinein. Ich zeig dir mal, wo ich hier gerade stehe. Super schön wie immer. Und zwar an der Westmulde hier in Warnemünde. Super schöne Wolkenstruktur haben wir hier gerade. Und heute habe ich hier so ein bisschen ein leichtes Tele dabei, bis 180 mm. Und werde hier so ein paar Stimmungsbilder mal einfangen. Aber hauptsächlich geht es hier um das Falcam von Ulanzi, das F38 Pro. Und das stelle ich dir heute mal ein bisschen genauer vor. Denn ich bin der Meinung, das könnte echt ein richtiger, naja, wie sagt man so schön, es könnte ein richtiger Gamechanger in der Fotografie sein. Also viel Spaß mit diesem Video. Ja, wie immer starten wir mal mit dem Thema Transparenz. Falcam bzw. Ulanzi hat mir dieses Stativ zur Verfügung gestellt, kostenfrei. Ich kann das behalten und wird aber trotzdem nicht meine Meinung zum Stativ generell beeinflussen. Und ja, Hashtag Transparenz ist mir wichtig, damit ihr auch wisst, dass das hier wirklich meine eigene Meinung ist. Viele, die mich kennen, die wissen, dass ich schon seit vielen, vielen Jahren das Lionrock 25 benutze. Das ist ein echter Gamechanger damals für mich gewesen, das war auch so. Mittlerweile habe ich das Stativ schon ein paar Jahre nutzen können und habe gemerkt, dass da ein paar Mankos waren und auch immer noch sind, die mich wirklich stören an so einem Stativ. Gerade wenn man wirklich viel unterwegs ist, viel wandern muss. Zum einen ist es das Gewicht gewesen und zum anderen so ein paar Kleinigkeiten, die sich mir wieder so ein bisschen eingestellt haben, die mich echt tierisch abgenervt haben während des Benutzungs dieses Statives. Aber es soll nicht um das Lionrock gehen, es geht hier um das Falcam F38 Pro. Und das kommt hier aus Fiberglas, ist hier so eine coole, sag ich mal, coole Konstruktion, wie ich finde. Sieht ein bisschen spacig aus und fühlt sich auch erstmal im ersten Moment sehr, sehr cool an. Also nicht im ersten Moment, auch im zweiten Moment. Es fühlt sich sehr hochwertig an in meinen Augen. Ist alles super weich. Die Optik finde ich auch super schick, gerade mit den Rollen, die man hier aufdrehen kann. Das wirkt alles erstmal im ersten Moment sehr, sehr hochwertig und macht auf jeden Fall Bock auf mehr. Der Clou hier an der ganzen Geschichte ist, glaube ich, auch tatsächlich so ein bisschen die Mittelsäule. Wenn man die hier nämlich ausfährt, kann man schon sehen, die ist auch sehr, sehr spacig, wie ich finde, und ziemlich cool gelungen. Nämlich nicht wie klassisch bei Stativen so rund, sondern eher in so einer Dreiecksform. Und das Coole hierbei ist, da hat man wirklich mitgedacht, hier sind Luftlöcher dazwischen. Das heißt, wenn ich jetzt hier eine schwere Kammer drauf habe und das Ganze ist so ein bisschen windig draußen, dann habe ich hier ein bisschen mehr Chancen, dass das Bild nicht verwackelt, weil einfach hier ein bisschen Luft durchziehen kann. Das Ganze nennt sich hier so ein bisschen Quick Release. Ich kann hier quasi einfach dann drauf drücken und kann die Mittelsäule ganz einfach lösen. Kann sie hier einfach abmachen und hätte jetzt quasi eine kleinere Mittelsäule mit dem Kugelkopf dazu. Kann die Mittelsäule, die große, rausnehmen und kann die hier auch einfach reinstecken. Und das Coole ist einfach, dass man hier kein extra Werkzeug benötigt. Man muss hier nicht irgendwie mit so einem Inbus rangehen und muss es irgendwie aufschrauben und locker drehen, sondern man kann ganz einfach hier drehen, kann das hochstellen, kann es runterstellen, kann es ausfahren. Und dann ist die Laube auch schon fertig. Und das ist wirklich eine coole Sache, wenn es mal schnell gehen muss. Man muss da nicht viel rumfriemeln, muss nicht irgendwas rausziehen, sondern das wirkt alles wirklich mal richtig gut durchdacht. Zweites wichtiges Thema ist natürlich ganz klar der Kugelkopf. Der Kugelkopf wirkt im ersten Moment erstmal ein bisschen, naja, klein, würde ich nicht sagen. Ein bisschen gebrechlich ist er aber tatsächlich nicht, denn der hat eine Quick-Release-Platte. Das heißt, ich kann hier einfach raufklicken, kann die Kamera einfach nehmen. Und dann ist sie auch schon fest und das ist richtig geil. Ich muss hier also nicht irgendwie festdrehen, noch ein bisschen festdrehen, sondern ich kann die Kamera einfach nehmen, einfach klicken, dann ist sie raus, reinstecken und ich weiß, die Kamera ist wirklich bombenfest, auch auf diesem Kugelkopf. Dann habe ich eine Neigefunktion, ganz einfach hier locker stellen. Ich kann in alle Richtungen kann ich neigen, das ist auch sehr, sehr cool. Ich kann hier Panoramafunktion habe ich hier, locker drehen, dann kann ich Panoramas damit aufnehmen. Die Friktion kann ich hier ein bisschen einstellen, hörst du vielleicht so ein bisschen am Drehgeräusch, das heißt, wenn ich den Kugelkopf lose drehe, dann ist er nicht total lapperig, sondern ich kann ihn doch stärker einstellen, dass er dann einfach ein bisschen fester sitzt. Das ist auch wirklich richtig, richtig gut. Ein bisschen Angst habe ich tatsächlich so ein bisschen bei diesen kleinen Funktionen hier oben. Wenn da mal Sand reinkommt, da müssen wir einfach mal so ein bisschen gucken, wie das in Zukunft einfach weiterlaufen wird.
So, kommen wir mal zu den wichtigen Fakten, die natürlich interessant sind für euch da draußen. Und zwar erstmal das Gewicht. Das Gewicht liegt hier bei dem Stativ, bei dem Falcon bei 1,5 Kilo, was ich vollkommen okay finde. Ich finde auch, dass man nicht merkt, dass es irgendwie zu leicht oder zu schwer ist. Also es ist irgendwie ein genaues Mittelmaß. Das ist wirklich sehr gut austariert. Selbst bei schwereren Kameras habe ich jetzt schon drauf gehabt, mit größeren Objektiven, die schwerer sind. Da hat man gar keine Probleme, wie ich finde. Also das ist vollkommen okay. Im Gegensatz zum Lionrock wiegt das Ganze dann eben 2,35 Kilo, also nochmal einen Ticken schwerer. Da muss man ordentlich schleppen und vor allem das Packmaß ist hier wichtig. Ich habe hier das Gute bei diesem Stativ beim Falcon, dass es einfach super prägnant zusammenzufalten ist. Auf 47 cm im Gegensatz zum Lionrock auf 67 cm. Das ist nochmal ein ordentliches Stück, wie ich finde. Das merkt man auch, wenn man das Teil am Rucksack trägt. Vorher habe ich so das Gefühl gehabt, wenn ich wandere, das Lionrock hat immer so einen leichten Rechtsstrahl. Also das ist auf Dauer dann schon ein bisschen schwerer. Im Gegensatz dazu, das merkt man eigentlich kaum. Man kann das unter den Rucksack schrauben, man kann es in das Handgepäck tun, man kann es in den Koffer tun. Also das ist wirklich super cool gelöst, wie ich finde. Und von daher habe ich da erstmal gar keine Bedenken, dass das irgendwie schlechter sein kann. Zum Gesamtmaß, wenn ich es ausgefahren habe, liege ich hier bei 1,55 Meter. Beim Lionrock liege ich bei 1,88 Meter. Wenn die Höhe nicht ganz so wichtig ist bei dir, dann reicht, glaube ich, hier dieses Stativ auch vollkommen aus. Man kann es gut auf Gesichtshöhe ausziehen. Meistens habe ich auch gemerkt, dass ich es nicht höher brauche. Das Lionrock hat natürlich eine längere Mittelsäule nochmal dazu und ist ein bisschen länger. Kann in einigen Situationen hilfreich sein. Persönlich habe ich das aber nie vermisst, dass das Stativ jetzt extrem hoch und extrem lang sein muss. Also von daher, auch das würde ich so ein bisschen relativieren. Kommen wir vielleicht schon mal vorab zum Preis. Das ist natürlich nochmal ein großer Unterschied. Auch das Falcon ist nicht günstig, liegt derzeit bei ungefähr 600 Euro. Ein bisschen mit Rabatt kommst du ungefähr auf 500 Euro, muss man so ein bisschen schauen, was es da so im Netz gibt. Oftmals haben die auch Rabattangebote. Beim Lionrock, das ist jetzt mittlerweile die zweite Version, die es auch mittlerweile gibt, da liegen wir schon bei 750 Euro inklusive großem Kugelkopf. Musst du dir selbst entscheiden, was du dir da verkaufen möchtest, wie viel Geld du übrig hast in der Tasche. Aber ich sage immer, also wenn man teure Technik irgendwie sich gekauft hat, dann sollte man vielleicht nicht unbedingt an einem Stativ sparen. Denn das kann vielleicht dann fatal enden. Wenn das Stativ günstig ist und die Kamera umfällt, dann hast du auch nichts davon gewonnen. Also von daher vielleicht mal so ein bisschen drüber nachdenken. Vergleich nochmal vielleicht zum Material. Das ist hier Kohlefaser. Finde ich sehr hochwertig, fühlt sich hochwertig an. Carbon fühlt sich genauso hochwertig an. Ich habe jetzt keinen großen Unterschied gemerkt. Mir ist es völlig egal, aus was für einem Material das Ganze hergestellt ist. Wichtig ist für mich, das Stativ muss langlebig sein, sollte nicht irgendwie anfällig sein, unbedingt gegen Wasser und gegen Schmutz. Das ist wichtig. Habe ich auf Dauer schon gemerkt, wenn man dann das oftmals im Einsatz hat, dass einige, sage ich mal, so Schwachstellen dann doch zum Tragen kommen, die kaputt gehen können, wenn Sand reinkommt zum Beispiel. Aber das ist hier in meinen Augen vollkommen okay und habe ich bisher auch keine großen Unterschiede gemerkt. Kommen wir mal zur eigentlichen Haptik, zur Handhabung des ganzen Themas hier. Ich finde, wenn man das Stativ in die Hand nimmt, habe ich schon gesagt, wirkt das wirklich sehr, sehr hochwertig. Man hat auch so ein gutes Gefühl dabei, wenn man es trägt, ist es nicht zu schwer. Also ich habe es jetzt schon ein paar Mal testen können und auch mitgenommen auf verschiedene Fototouren. Das war wirklich immer sehr angenehm, wie ich finde. Und zwar gibt es hier ein Quick Release Möglichkeit. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr ein Stativ habt, wo ihr diese Rädchen oder die Klammern immer aufklappen müsst, einzeln alle oder wenn es geht zusammen. Und bei diesen Rädchen ist es oftmals so, man muss immer erstmal aufdrehen ganz lange, bis dann quasi die Beine gelöst werden. Hier ist es ganz einfach, hier hat man eine Ein-Drittel-Drehung. Man dreht also quasi alle drei und dann kann man sofort das Stativ, die Beine ausziehen. Das finde ich mega cool. Das macht so richtig Bock. Also man ist super schnell dabei. Man nimmt eine Hand, zack, und kann das quasi einfach ausziehen. Das gleiche, wenn man es wieder zurück macht. Dann, wie von Zauberhand, geht das Stativ einfach wieder super easy rein. Das geht super gut mit allen drei Beinen. Und man ist einfach, wie du schon siehst, einfach richtig fix dabei und kann das Teil einfach auch mal relativ fix aufbauen. Das ist echt mega cool. Hier vorne hast du eine sogenannte Drei-Wege-Funktion. Kennt man von anderen Stativen auch. Man kann hier also oben einmal klipsen und kann dann ganz einfach die Beine so ein bisschen weiter ausstellen oder nach innen klappen. Das ist auch sehr gut gelöst, wie ich finde. Und es ist irgendwie, ich weiß nicht, ich habe ein bisschen verliebt in das Teil hier, weil es einfach ehrlich mal so ein Ding ist, wo ich sage, das kann ich immer mit dabei nehmen. Ich habe jetzt nicht die Gedanken zu überlegen, okay, lasse ich jetzt mein großes Stativ zu Hause oder was für ein anderes Stativ nehme ich mit, was vielleicht nicht ganz so gut ist. Das hat hier Falcon auf jeden Fall richtig gut hinbekommen. Und
ja, es macht auf jeden Fall Bock. Vielleicht nochmal hier unten haben wir auch die Möglichkeit, Spikes einzustellen. Also wenn ihr jetzt wirklich mal im Schnee unterwegs seid, einfach hier die Dinge abklipsen. Das geht am Anfang ein bisschen schwer, das habe ich noch gar nicht so oft gemacht. Und für verschiedene Untergründe hat man hier also auch verschiedene Möglichkeiten, das Teil richtig gut im Boden zu verankern, also richtig reinzurammen. Und dann ist das, denke ich, hier auch richtig gut fest. Habe ich noch nicht gebraucht. Ich habe meistens diese Gumminoppen hier oben drauf. Auch die gehen super easy dran und auch wieder ab. Und von daher kann ich da gar nicht meckern. Der Clou hierbei ist, du hast noch so einen Arm dazu, den kann man hier reinklemmen, zum Beispiel um das Handy reinzustecken, um andere Themen wie zum Beispiel Ton anzuklemmen oder wie auch immer. Und du hast hier auch nochmal die Möglichkeit, eine andere Schraube ranzustecken, sodass du einfach verschiedene Mounts hast, die du einfach, wenn du Bock hast, noch dazu nutzen kannst. Brauche ich persönlich jetzt nicht, aber ist immer nice to have. Von daher, auch das ist eine richtig gute Sache. Ja, was haben wir noch? Wir haben hier unten einmal so einen kleinen Haken, den kann man einfach abdrehen. Und sobald der Haken abgedreht ist, kann man quasi die Mittelsäule einfach rausziehen, was auch super praktisch ist. Und kann logischerweise auch die Kamera einmal verkehrt herum unten anschrauben. Natürlich kann man hier auch wieder den Rucksack ranhängen, um das Ganze zu beschweren. Auch den Haken finde ich irgendwie super cool gelöst. Durchdacht, also wirklich endlich mal durchdacht. Wirklich gut, da kann man gar nicht meckern. Und das macht es hier so einfach, finde ich, bei diesem Stativ, dass man da einfach nicht viel drüber nachdenken muss. AK Swiss kompatibel, das heißt, du kannst eigentlich mit allen L-Winkeln, mit allen Mounts kannst du quasi hier rangehen und kannst es auch sichern. Hier oben gibt es zwei solche Sicherungshaken, das heißt, wenn die Kamera drin steckt, dann hast du immer noch mal, sofern du die Kamera jetzt nicht richtig reinstecken solltest, die Möglichkeit, das Ganze hier zu sichern. Das heißt, die Kamera kann nicht automatisch einfach runterfallen. Man kennt das, man ist gerade irgendwie in Hektik, man ist unterwegs, man will schnell aufbauen und schnell fotografieren und steckt die Kamera nicht richtig rauf und schwupps ist die Kamera runtergefallen. Das kann hier eigentlich fast nicht mehr passieren, denn durch diese drei kleinen Punkte, die sich sozusagen in den L-Winkel oder in diesen kleinen Mount sozusagen einrasten, kann das nicht mehr passieren. Ich finde es auch super gut, dass der Kopf einfach mit einer leichten Klemme lösbar ist. Ich kann mir vorstellen, dass das hier vielleicht die eigentliche Schwachstelle sein wird, mal irgendwann. Man merkt das in der Benutzung. Man hat das Gefühl, dass irgendwann dieser Haken vielleicht ausleiern würde. Bisher habe ich das noch nicht, aber das Stativ ist auch noch nicht lange im Einsatz. Aber es könnte vielleicht so sein, dass es mal so kommt, dass man hier vielleicht, ja, es könnte eine Schwachstelle sein, das mal als vielleicht negativen Punkt in Anführungsstrichen zu nennen. Weiß ich nicht, ist nur eine Spekulation, muss nicht sein, aber ja, kann vielleicht passieren. Ja, und dann, wie gesagt, kannst du das Teil hier einfach entspannt ausklappen. Du kannst sehr bodennah arbeiten. Und es wirkt wirklich super hochwertig, super stark, trotzdem super leicht. Also bin echt begeistert bisher und werde das Teil auf jeden Fall die nächste Zeit noch sehr, sehr stark in Benutzung haben. Ja, fotografisch gesehen habe ich heute Morgen vor der eigentlichen Aufnahme ein paar schöne Bilder machen können, wie ich finde. Aber fotografisch gesehen ist es heute nicht ganz so spannend, wobei die Wolkenstruktur trotzdem toll aussieht. Und das zeige ich dir gerne mal hier. Eigentlich kann man hier immer fotografieren, außer gerade dort hinten. Ja, wir haben jetzt dieses Wochenende noch so ein Fest irgendwie hier bei uns an der Küste. Deswegen ist das alles nicht ganz so fotogen da hinten, auch gerade mit diesen riesigen Zelten, die da am Strand stehen. Aber gut, man kann nicht immer alles haben. Trotzdem nette Morgenstimmung hier. Ich bin so gern hier, ist einfach so ein Punkt, so ein Platz hier in Warnemünde, wo man einfach runterkommen kann. Und ich habe hier folgende Komposition mal genommen gerade, und zwar so ein bisschen so eine Führungslinie, die ich jetzt hier habe, einfach zum Leuchtturm vorne hin. Und das sah vorhin noch ein bisschen dramatischer aus tatsächlich auf den Aufnahmen. Aber super schön. Schaut euch das mal an. Einfach mega episch hier immer. Hier kommen zwei Schwäne gerade angeflogen. Auch sehr cool. Da hüpft auch mein Fotografenherz gleich viel höher. Es ist so schön, es ist einfach so ein wunderbarer Punkt hier zum Entspannen. Also wenn du mal hier bist in Warnemünde, auf jeden Fall mal die beiden super schönen Einfahrtsmolen, die Ost- und die Westmole hier mitnehmen und logischerweise auch den alten Leuchtturm. Und ich zeige dir gerne mal hier meine kleine Ausbeute vom heutigen Morgen. Viel Spaß damit.
Wenn auch du lernen möchtest, wie man kreative Kompositionen in der Landschaftsfotografie findet und aufbaut, dann empfehle ich dir mein E-Book mit mehr als 100 Bildbeispielen, Tipps und Tricks zum Bildaufbau, allen Informationen zu den Punkten Licht und Schatten, visueller Bildfluss, Framing und vielen, vielen, vielen weiteren wichtigen Themen. Ein Link dazu findest du in der Videobeschreibung. So, kommen wir mal zum kleinen Fazit zum Ulanzi Falcam F38 Pro. Für mich ein absoluter Gamechanger. Ich habe das Gefühl, das ist das allererste Stativ, was wirklich alle meine Bedürfnisse auch tatsächlich mal befriedigt. Ich habe die letzten Jahre bestimmt 15 bis 20 Stative intensiv getestet und war nie zufrieden mit den jeweiligen. Es gab immer irgendwelche Kleinigkeiten, die mir nicht gefallen haben, die mich in meiner Arbeit behindert haben, die nervig waren, die Zeit gekostet haben. Und das habe ich hier bisher nicht tatsächlich. Und ja, es ist haptisch cool gemacht. Das Einzige ist der Preis. Da müssen wir uns nichts vormachen, das ist einfach so. Der Preis ist nicht ohne. Also 600 Euro einfach mal auf den Tisch legen für ein Stativ ist immer heftig. Aber im Vergleich zu anderen Pro-Serien würde ich behaupten, ist das auf jeden Fall gerechtfertigt. Denn das Stativ macht hier echt einen richtig guten Job. Es erleichtert vor allem meine eigene Arbeit. Ich bin schneller dabei, auch Dinge einfach mal einzustellen, die Kamera raufzuhauen. Und vor allem die Quick-Release-Funktion finde ich richtig genial. Ich weiß, es gibt es auch schon bei anderen Stativen. Aber ich habe hier das Gefühl, das geht super einfach. Also einfach die Kamera oben raufklemmen und schon bin ich einsatzbereit. Und das hilft mir wirklich enorm bei der Arbeit. Oder auch gerade das Ausziehen ist manchmal echt nervig, wenn man dann doch den Standort so ein bisschen wechseln will und ein bisschen fixer dabei sein will, um noch das eine Foto, was man gerne machen möchte, mitzunehmen. Das geht hier auch wirklich super gut. Und bisher kann ich nichts Negatives sagen, muss ich einfach mal so sagen. Also ja, vielen Dank an das Team von Falcam. Habt ihr wirklich gut gemacht. Muss man auch mal sagen, wenn Dinge wirklich gut laufen und wenn man nichts zu meckern hat. Wir sind ja doch ein bisschen dazu angehalten, wie Deutschen, dass wir immer ganz gerne meckern. Hier habe ich nichts zu meckern, wirklich. Also ganz tolles Stativ. Und ich würde sagen, wenn du Bock hast darauf, schau gerne mal in den Link in der Videobeschreibung. Da findest du weitere Informationen, wenn dich das interessiert. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn du mal einen Daumen nach oben da lässt, das Video kräftig teilst und sag mir doch gerne mal, was du für ein Stativ benutzt. Ob du damit zufrieden bist, warum du es benutzt und so weiter und so fort. Lass uns gerne in den Austausch kommen. Also gerne mal unter das Video schreiben. Falls noch nicht geschehen, melde dich gerne mal für meinen kostenfreien Newsletter an. Du findest hier oben in der Infobox dazu weitere Informationen. Und liebe Grüße an Olli, Oliver Hummel, der hat nämlich auch das Stativ bekommen. Ich bin gespannt, was er zu sagen hat, ob es ihm genauso geht. Also schaut da gerne vorbei bei ihm. Sobald das Video von Olli online ist, packe ich euch auch gerne mal einen Link in die Videobeschreibung unten rein. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Ja, ansonsten Abo nicht vergessen, teilen und gerne mal eure Meinung sagen, würde mich sehr interessieren. Ansonsten bis zum nächsten Video, bleibt schön gesund. Macht's gut, bis bald. Ich gehe noch ein bisschen am Strand spazieren. Wir sehen uns, haut rein. Tschüss.